Thyssengas ist ein regionales Gastransportunternehmen. Wir haben ungefähr 9 Millionen Menschen, die wir mit Gas indirekt versorgen. Wir haben 4200 Kilometer Gastransportleitungen, überwachen sie regelmäßig. Dazu gehört unter anderem auch das Befliegen mit dem Helikopter, und zwar alle 14 Tage. Das ist relativ aufwendig und wir sind natürlich, weil es so aufwendig ist, immer auf der Suche nach Möglichkeiten, uns zu verbessern. Und da sind wir auf eine ganz innovative Möglichkeit gestoßen. Schmidt hier, mein Name, aus der Leitzentrale in Dortmund. Ich habe mit der Drohne was erkannt auf der Leitung beim Überflug. Da steht ein Bagger und ob Sie das mal kontrollieren könnten, ob die eingewiesen sind. Okay, ich fahre da hin und schaue mir das an. Danke, bis dann, ciao. Einsatz, ich muss los. Alles klar, und bis nachher, ciao. Tschüss. Wir haben bei Thyssengas ungefähr 20.000 Bauanfragen und von diesen 20.000 sind wir ungefähr mit 6.000 bis 7.000 pro Jahr betroffen. Das ist natürlich auch der Grund, warum man sich dann überlegt, gibt es denn vielleicht Möglichkeiten, von der Helikopterbefliegung einfach mal zu schwenken in eine andere Möglichkeit. Und da bietet sich derzeit die Drohnenbefliegung an. Und da haben wir jetzt gemeinsam mit der Telekom und mit der Deutschen Flugsicherung ein Projekt gestartet. Wir reden hier absolut über einen Zukunftsmarkt, den es so heute in der Form noch nicht gibt und der sich auftut durch diese neuen Technologien. Und das hat ein enormes Potenzial. Die grundsätzliche Idee ist, mit einer Drohne außerhalb der Sicht zu fliegen und damit wirkliche Effizienzen zu erzielen, weil ich eben nicht alle 500 Meter einen neuen Steuerer haben muss. Hier kommt das Mobilfunknetz rein. Weil mittels Mobilfunk ersetze ich quasi die Steuerungseinheit, die der Pilot am Boden hat, mit einem großen Netz und mache es damit rein technologisch eigentlich möglich, eine Drohne von jedem Ort überall zu steuern. Also das, was wir als Partner anbieten, ist dann eine Paketlösung. Eine Paketlösung, die alle Bestandteile beinhaltet, von der Genehmigung, von der Ausbildung bis hin zu der Anbindung an das UTM-System, also die Sicherheit des Fluges gewährleistet, als auch die Übertragung in Echtzeit von allen Kamera- oder Sensorbildern, die weiterverarbeitet werden durch den Kunden selbst. Und das wäre dann ja möglich, dass wir diese Bilder, diese Sensorikdaten übertragen in Echtzeit. Ja. Und sie bei euch dann in die Verarbeitung geben können. Genau, das wäre das Optimum. Der Vorteil der Drohnenbefliegung ist zunächst mal, es ist kleiner, leiser, kostengünstiger. Und wenn wir die Frequenz erhöhen, können wir natürlich noch mehr für die Sicherheit beitragen. Mir macht das unheimlich viel Spaß, ein solches Projekt nach vorne zu treiben. Und wenn man sich mal überlegt, dass diese Technologie nicht nur für Gasnetzbetreiber wichtig ist, sondern für alle diejenigen, die irgendeine Infrastruktur haben. Und deswegen glaube ich einfach, dass es eine Technologie ist, die wir weiter verfolgen sollten.